Born. Es ist Halloween, meine Kerle. Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ein FAQ und dann hattet eine Woche Zeit gehabt, mir Fragen zu stellen. Und ich mache wieder Double Time, weil ich ein fucking Rapper bin, oder? Ja, Leute, ihr hattet Zeit gehabt, mir eine Woche Fragen auf meinem alten Kanal im Community-Tab zu stellen. Und das habt ihr gemacht und es kamen schon recht viele Fragen rein und deswegen mal sagen, let's go. Die erste Frage kommt von Kevin die Katze. Und er schreibt, darf der Kevin spielen kommen? Ist das Meme schon längst tot? Wirst du mal ein Fan-Treffen machen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, mit 700 Abonnenten fucking Fan-Treffen zu machen. Aber wenn ich mal größer bin, gerne, kein Problem. Kommt nach Ulm in die Route, gehen wir mit Electrix einen direkten ein Fan-Treffen machen. Übrigens, er kommt echt aus Ulm, also ich habe ihn sogar mal gesehen. Erzähl uns mal eine witzige oder komische YouTube-Geschichte. Eine funny Story war mal, dass Plesso, falls du siehst, moin, was geht ab, dass wir mal, obwohl wir uns nicht kannten, also wir kannten uns erst im Nachhinein, oder? Nein, doch, ich kannte ihn, aber ich habe ihn in der Runde nicht gesehen, und folgendes. Wir haben Minecraft gespielt, beide jeweils im Balgomme, in diesem Zombie-Modus. Er hat aufgenommen und ich habe aufgenommen. Dieselbe Runde, ohne dass wir es wussten, ne? Und wir haben auch nicht geredet, also wir waren beide random in derselben Runde. Beide jeweils hatten random in derselben Zeit aufgenommen. Beide waren random im selben Augenblick online. Und wir haben dann beide random, ohne was zu wissen, ohne bemerken, dass wir gerade beide im Chat sind, die Runden aufgenommen. Und im Nachhinein erst bemerkt gegenseitig, dass ich in seinem Video war und er in meinem Video war. Das war echt funny. Ich glaube, ihr weißt glaub, bis heute, auch wenn nicht, löscht ich. Riech ich da etwa da die Insta-Time? Nein. Ich bin nicht CEO. Wir haben keine Insta-Time. Wollt ihr einen Insta-Time? Why not? Wir können es gerne machen. Folgt mir auf Insta und schreibt, wenn ihr Insta-Time haben wollt, dann nehme ich die Fragen von da rein. Aber schreibt doch Fragen und nicht sowas wie, darfst du Kevin spielen kommen oder Kek oder sonst was. Ich hasse euch dafür, Alter. Meet and greet mit Lucy Cat. Dein Ernst? Eigentlich actually echt nice. Also, Lucy Cat, schreib mich an. Aber wir machen keine Videos, ich bin nämlich nicht erwachsen. Ja, ich könnte in der Kamera sein. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich bin tatsächlich auf meinen Namen ziemlich random gekommen. Und zwar kennt ihr Spinxo? Spinxo? Halt, ja. Da kann man random Namen generieren. Und ich habe einfach mal mit D eingetippt. Und dann kann man nach 10.000 Mal generieren der Name Donix raus. Habe ich auch so genannt, mein Kanal, war aber dann doch ziemlich lang. Und dann habe ich einfach den Kanal einfach in Donny umbenannt und dann, so heißt er jetzt seit fast 4 Jahren, krass. Nee, seit, ja, circa 3 Jahren. Was sind deine Zukunftspläne bei YouTube? Ich habe eigentlich gar keine Pläne für Zukunft, ich lasse mich einfach treiben. Nee, aber keine Ahnung, ich möchte natürlich, dass wir 1K bis Weihnachten schaffen. Das wird nämlich cool und ich habe so extra ein kleines Werbungsintro gemacht. Ja. Kommt aber nicht jetzt, weil wir haben jetzt ein fucking Halloween-Intro und das ist cool. Machst du mal mehr Community-Projekte und wann kommt der Podcast? Tatsächlich mache ich wirklich im nächsten Podcast mit Anacrank oder jemand anderem, I don't know. Auf jeden Fall wird dieser Podcast einfach darüber gehen, so ein bisschen quatschen, vielleicht ein paar Leute reinholen, also aus der Community oder so, ein bisschen über meinen Kanal quatschen oder über Sachen, die wir erlebt haben oder Sachen, die mir vorstehen. Und Community-Projekte gibt es auch bald. Wir machen nämlich demnächst viele, viele, viele Minecraft-Projekte. Unter anderem Minecraft-Mod-Mix, wo ihr, genau du kannst dann auch mit ein wenig Glück einen Slot gewinnen. Und mit dem Slot kannst du dann, also auch verschenken, ja. Aber mit dem Slot kannst du dann mit im Projekt dabei sein. Irgendwas mit Reaction-Kanal. Kannst du mal eine PowerPoint-Präsentation machen, damit ich es verstehen kann? Soll ich jetzt wirklich eine fucking PowerPoint-Präsentation machen? Hallo, willkommen zu einer PowerPoint-Präsentation. Heute geht es über den YouTuber Richtiger Jan. Er macht Reaction-Videos und Stream-Highlights. Es ist ein Zweitkanal von Donny. Der Kanal ist sehr aktiv und cool. Abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen oder Tipps gerne melden. Scheiße, Alter. Ich mach sowas nie wieder, Alter.
Was ist dein größtes Reiseziel? Mein größtes Reiseziel ist eigentlich schon so Amerika, England. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich will unbedingt mal dahin reisen. Und Japan wäre ich echt schon nice. Wo hast du Schneiden gelernt? Ich habe mein Schneiden bei myself gelernt. Und so habe ich früher wie jeder normale Mensch nichts hoch, also Uncut, dann mit Movie Maker ein Intro gemacht, mit Blender auf einem fucking Template. Also Intro, Video, Outro und fertig. Und dann habe ich mit Camtasia 8 begonnen, meine Videos zu schneiden. Also da war es einfach nur Intro, Video, Outro und Musik drunter. Und dann kam Camtasia 9 langsam ganzen Effekte rein. Ich habe dort auch, okay, Effekte habe ich davor gemacht, aber ich habe da ab und zu so immer Effekte reingebaut. Und dann habe ich Camtasia 9 gehabt, dann 2019. Und dann kurzzeitig Vegas und jetzt Premiere. Stand jetzt mit Adobe Premiere Pro. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Keine Ahnung. 2014 begann mein Weg auf YouTube. Juli. Ich war in der 4. Klasse und echt in der 4. Oha. Und wir waren im Ausflug. Und ich wollte mein Handy mitnehmen und dann ein Video einfach hochladen. Und ja. War ganz cool. Und dann kam es, dass ich auf dem Laptop aufgenommen habe. Also mit dem hier. Dieser Laptop hier gehört meiner Oma. Und auf dem Laptop habe ich mein allererstes richtiges Video hochgeladen. Also mit Gameplay, mit Kamera, alles drum und dran, mit Mike. Jetzt habe ich meine Oma in der Küche mit dem Laptop und mit einer Bitrate, die tausendmal schlimmer ist als die ich hier jetzt habe. Aber damals war es kein Problem und damals war das mein Laptop to go. Dann bekam ich irgendwann mal einen eigenen Laptop. Der wurde dann nach, ich glaube, 2 Jahren ausgetauscht. Und dann musste ich den Laptop abgeben, weil mein Stiefvater ihn gebraucht hat. Und meine Oma, diese Ehrenfrau, hat mir dann diesen PC geschenkt. Kuss geht immer dafür raus. Oma, wenn du siehst, wirst du eh nicht sehen, wenn du kein Deutsch kannst. Danke für den PC, ich liebe dich. Willst du mal was mit YouTuberinnen anfangen? The fuck, Alter. Also, auch wenn der Kommentar ein bisschen natürlich trollig ist, wäre aber eigentlich actually cool, wenn man eine Freundin hätte, die halt selben Hobby hatte wie ich. Das war's mit dem FLQ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Pussy da. Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Insta, falls wir eine Insta-Time machen können. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache aber meistens viele so Community-Abstimmungen, wie zum Beispiel jetzt. Ich hab jetzt vor ein paar Tagen einen Vlog von meinem alten PC gefunden. Unveröffentlicht, ungeschnitten. Clips davon. Und die meisten haben gesagt, hey, soll's hochladen. Deswegen ehrlich mal demnächst hoch, wenn ich schneide. Kommt mal in Discord vorbei, wir machen da viele Sachen auf Reaction-Streams etc. pp. Da. Und ja. Nicht vergessen, Like da lassen, kommentieren für den Algorithmus. Und keine Ahnung, schreibt Hashtag 1K bis Weihnachten. Wäre cool. Und schickt das Video euren Freunden, eurem Hund, eurem Hamster. Der Hamster wird sich freuen. Oder eure Mutter, die wird sich garantiert nicht freuen. Und ja, das war's. Jetzt kommt das Outro. Tschüss.